Was ist das, was bei Schach das für dich so ausmacht? Also warum sagst du jetzt, das ist das beste Spiel, deiner Meinung nach? Also Was was? fasziniert dich an Ja, Schach? genau, was ist da jetzt so besonders? Sag Also ich mal, was ist ist das? unendlich sozusagen. Also Ja. bei vielen anderen Spielen, Strategiespielen sozusagen, gibt es irgendwo wo ein Ende, eine Perfektion sozusagen. Und beim Schach ist es unmöglich, diese Perfektion zu erreichen. Ja, okay. Und das ist auch der Reiz sozusagen im Wettkampf sozusagen, dass du eigentlich einen Fehler kaum korrigieren kannst oder oftmals sehr schwer korrigieren kannst, nicht? Im Tennis, da kannst du einen Satz abgeben oder zwei und dann immer noch das Match gewinnen, ne? Und wenn du im Weil das Schach immer von neuem beginnt ist, quasi. nicht? Und im Schach ein grober Fehler sozusagen gegen einen starken Gegner, es ist praktisch nicht mehr möglich, das ein Comeback zu schaffen sozusagen innerhalb einer Partie. Ja. Ja, interessant, weil irgendwie für mich finde ich finde Schach auch super. Also es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich da jetzt so einen Leistungsdrang habe wie du jetzt hinter oder wie deine Schüler. Aber ich mag Schach echt gerne und für mich ist es einfach auch so, ich kann da voll viele Parallelen, sage ich mal, zum echten Leben, sage ich mal, ziehen. Irgendwie, dass ich so sehe, ja, die Herangehensweise, sage ich mal, wie man da jetzt denkt, wie man an eine Situation irgendwie rangeht, wie man auch versucht, da meinetwegen drin besser zu werden. Das kann ich voll viel so auf Boxen oder auf Unterschiedliches irgendwie anwenden. So, ich weiß nicht, ob du das kennst, so irgendwie auch, also selbst bei Boxen ist es so, aber bei Schach fast nochmal mehr, dass man so Sachen vergleichen kann, sage ich mal. Meinetwegen jetzt, wie man für das Ganze trainiert, dass man sich das irgendwie richtig strukturiert, dass man vielleicht auch guckt, Inversion sozusagen, man beginnt vom Ende, mit dem Endgame beginnt man ja auch beim Schach. Und das kann man auch auf andere Probleme im Leben irgendwie anwenden, so. Weißt du, so vom Würdest du auch Ende ausgehen sagen, und wie gehe ich dann wie komme ich dann quasi zum Anfang und schaue mir das dann so an. so wie bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Bodybuilding, wo man lernt, irgendwie seinen Tag zu strukturieren, wo man dann gleichzeitig seinen Tag halt strukturiert, wo man lernt, sein Essen vorzubereiten Ja, und genau. merkt, wenn ich da jetzt mehr reinstecke, dann kommt auch mehr raus. Wenn ich das strukturiere, passt das besser. Wo man einfach Dinge irgendwie rauszieht, Lehren rauszieht, die man fürs Leben verwendet. Gibt es da welche im Schach, wo du so direkt, wo dir was einfällt, okay, das kommt im Schach vor und das ist in meinem Leben perfekt in Schach zu verwenden? Also es gibt viele, viele Studien, die das sogar wissenschaftlich untersuchen, sozusagen, Echt? die Kompetenzen, die durch Schach und Schachtraining geschult werden. Und also man hat festgestellt, sozusagen, dass die schulischen Leistungen von Kindern, die Schachunterricht haben, auf vielen Gebieten also ganz erheblich steigen. Ja. Und nicht nur auf diesen Gebieten, wo man jetzt vordergründig dran denkt, so logisches Denken oder Rechenfähigkeit, auch auf denen, aber auch auf sozialen Gebieten, nicht? Also zum Beispiel, also Entscheidungen fällen, Verantwortung für Entscheidungen übernehmen, Ja, stimmt, mit den hätte ich voll sagen Konsequenzen können. von Fehlentscheidungen leben. Aber auch zum Beispiel jetzt, wenn ich an die unterschiedlichen Schachfiguren denke, ein Team von unterschiedlichen Charakteren lenken und zusammenspielen lassen, ne? Also da gibt es Studien, wo Vergleichsklassen untersucht werden, die eine hat Schachunterricht, die andere nicht. Und im Grundschulalter ist es so, dass bei denen, die Schachunterricht haben, die Schulnoten um bis zu eine Note steigen. Das ist echt wirklich Das ist erstaunlich. richtig viel. Eine Note, Ne? prozentual, das ist ja so eine Riesensteigerung. Das ist wirklich viel, nicht? Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle Kinder, die seriös Schach betrieben haben im Jugendalter, dass die im Leben auch sich sehr gut zurechtfinden, sagen wir es mal so. Die gehen nicht immer so einen geraden, ganz klassischen herkömmlichen Weg, wie vielleicht irgendwelche spießigen Eltern sich das wünschen. Aber sie kommen alle sehr gut zurecht. Sie können sich alle sehr gut organisieren. Sie können alle sehr gut Selbstverantwortung übernehmen und tragen. Also insofern hat Schach da schon was Gutes. Krass. Das mit der Selbstverantwortung finde ich besonders interessant, weil wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, bei anderen Sportarten kannst du irgendwie immer noch was anderes irgendwie für schuldig machen, dass du jetzt nicht gewonnen hast, dass du jetzt irgendwie den Fehler gemacht hast, der am Ende dafür gesorgt hat, irgendwie, dass es schiefgelaufen ist. Zum Beispiel Basketball. Dein Teamkollege hat im dritten Viertel einen Basketballkorb nicht reingemacht, deshalb am Ende die Punktzahl nicht komplett gestimmt. Im Bodybuilding, Junior, der da irgendwie, der Kampfrichter, der das hat irgendwie dich nicht gut gefunden. Irgendwas Externes. Wo ich gerade drüber nachgedacht habe, Schach ist so fair eigentlich. Du hast nur ein Schachbrett und es gibt ja auch ein Regelwerk und das wird die ganze Zeit gefilmt und theoretisch bist ja nur du dafür verantwortlich, wenn du jetzt was Falsches ziehst. Also es ist ja nichts Externes eigentlich, gar nichts. Nee, das ist mir auch schon bekannt und auch, also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ne? Also andere Beispiele sind beim Tennis, kannst du sagen, es hat mich geblendet oder Ja, der Schläger war schlecht genau. bespannt.
Das ist tatsächlich so, aber das führt dazu, dass die Schachspieler total den Misserfolg auf sich selbst, auf ihre Persönlichkeit beziehen. Das ist echt ein Nachteil. Also die Schachspieler, die sagen halt nie oder sehr selten sagen sie, oh, ich hab schlecht gespielt oder ich hab das Endspiel misshandelt oder so, sondern die sagen, du wirst immer hören, oh, ich bin so blöd, ich bin so doof, ich bin ein Vollidiot. So kommen die wieder. Also die beziehen das extrem auf sich selber. Ne? Das ist sicherlich vielleicht für das Leben dann, wie du sagst, ein Vorteil, aber es kann auch ein Nachteil sein, wenn man sich selbst dann echt geißelt und da verlorene Partie über Tage mit sich schleppt und hört sich psychologisch anstrengend. Ich hätte jetzt sogar eigentlich gedacht, dass das führt vielleicht dazu, also dass es was Gutes ist, das führt vielleicht dazu, dass die Leute irgendwie dann nochmal mehr trainieren oder dass sie dann halt sehen, so ja, ich kann was an der ganzen Sache auch ändern, da habe ich zwar jetzt den Fehler gemacht, aber es war ja wirklich mein Fehler und ich kann den nächstes Mal wieder nicht machen, also dass ich das dann ändere. Ja. Kann dazu führen, kann aber auch zu anderen Sachen führen, okay. Ja, krass. Also ich hätte jetzt gedacht, das führt wirklich dazu, dass es die Leute mehr motiviert, dass die Leute halt solche Sachen eher erkennen.